Die moderne Schreitherapie heißt Noise. Treffpunkt der Szene ist das No Fun Festival in Brooklyn. Ihr werdet jetzt richtigen Noise sehen. Dominic Fano macht Musik ohne Instrumente. Dazu geht er normalerweise in ein schalldichtes Studio. Doch für Tracks macht er eine kleine Übungsstunde in seinem Loft in Brooklyn. Seine Nachbarn sind nicht gerade begeistert, wenn er an seinen Effektgeräten rumschraubt. Wenn ich die volle Aufmerksamkeit haben will, dann beginne ich mit einem lauteren Ton oder nur mit Stimme. Je nach Lautstärke kann das auch softer oder ruhiger kommen. Noise läuft nicht im Radio oder Fernsehen. Das Genre lebt durch die Live-Performance. Ein Auftritt dauert in der Regel 20 Minuten und besteht oft nur aus einem einzigen Stück. Auf die Bühne darf alles, was klingt. Eine alte Bandmaschine, eine Geige aus Stahlsaiten, auch Mülltonnen werden zu Musikinstrumenten. Bloody Minded machen schon seit über 20 Jahren professionell Lärm. Ihre Markenzeichen sind kurze Songs, die manchmal nicht länger als 90 Sekunden dauern. Wir brauchen keine Probe im klassischen Sinne. Wir bauen das Schlagzeug auf, stöpseln Gitarre und Bass ein. Das meiste entsteht spontan, je nachdem, wie das Publikum drauf ist. Einmal pro Jahr trifft sich die internationale Noise-Szene beim No Fun Festival in Brooklyn. Das Dreitages-Festival ist wie ein großes Familientreffen. Beim No Fun quatscht man über das, was sich jeweils im eigenen Noise-Universum zu Hause abspielt. Sixteen Bitch Pile-Up sind die Nomaden der Szene. Egal ob in New York, Detroit, Chicago oder San Francisco, überall fühlen sich die drei Musikerinnen zu Hause. In der Noise-Szene geht es mehr als in jeder anderen Szene um den Gemeinschaftsgedanken. Es ist so eine glückliche und reiche Community. Die derzeitigen Götter im Noise-Universum sind Wolfeyes. Der Wahnsinn unserer Zeit wie Krieg, Terror und Gewalt findet in der Musik seinen Soundtrack. Wie eine brennende Gitarre klingt, kennen wir von Jimi Hendrix. Eine erwürgte klingt etwa so. Für den Frontmann von Sonic Youth passiert die neue Musik im Noise. Es geht um eine kreative Energie, die sofort erkennbar ist. Es ist anders, frisch und neu. Und es macht Spaß. Ich meine, die nennen es ja nicht ohne Grund No Fun. Es ist echt verdammt viel Spaß. Noise-Konzerte sind immer eine Fundgrube für Plattensammler.
denn viele Veröffentlichungen sind nur dort zu haben. Die meisten Sachen werden nur in limitierter Stückzahl veröffentlicht. Sogar die bekanntesten Bands in der Szene kommen teilweise nur mit einer Auflage von 30 Stück raus. Es gilt, je seltener, desto verrückter. Hier drin ist eine Kassette. Um an die ranzukommen, musst du zuerst diesen Klotz zerschlagen. Was gibt es denn Persönlicheres als das? Dominik hat Anfang April seinen eigenen Plattenladen aufgemacht. Hospital Records ist der erste Laden in Amerika, der ausschließlich Noise-Musik verkauft. Selbst in New York ist dieser Laden etwas Besonderes. Früher hätte er damit nur Hardcore-Fans und Punkrocker glücklich gemacht. Mittlerweile kommen seine Kunden aus allen Richtungen. Die ersten, die im Laden aufgetaucht sind, waren Teenie-Girls. Wer hätte das gedacht? Es ist jetzt einfach ein ganz anderes Ding. Doch so richtig funktioniert Noise nur live, wenn sich die tiefen Frequenzen direkt in den Körper bohren und alle Gedanken auslöschen. Es kann schon mal aggressiv zugehen, doch die Leute lachen. Sie haben unheimlich viel Spaß dabei. Das ist eine Rock'n'Roll-Show. Das ist Entertainment. Noise kann alles und darf alles. Die einzige Regel ist, dass es keine Regel gibt. Das hier ist wirklich Punk.